Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen wieder im Auto. Ja, das meine ich, oder? Ich mach's nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen wieder im Auto, denn wir gehen heute mal shoppen. Wir fahren heute nach Dresden in den Primarkt. Primarkt, ist das so? Primarkt, keine Ahnung. Und da wollen wir mal schauen, was wir so finden. Vielleicht zwei, drei T-Shirts für mich, vielleicht ein paar T-Shirts für Lorraine. Dann mal gucken, ob wir für die Kinder was finden. Vorher holen wir noch meinen Fadi ab, denn vielleicht kann er sich an den Kosten beteiligen. Dann müssen wir nicht alles bezahlen, so ist das nun mal. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Bis dann. Fündig geworden. Ich habe mir hier so ein T-Shirt gekauft, so mit ja, einer Freiheitsstatue drauf und so einem Kapuzen-Dingens hier am Hals. Einmal kam auch nur 8 Euro, also kann man machen. Dann habe ich mir noch... Habe ich noch was? Nee, das ist Jonas. Ich zeige erstmal Jonas. Da haben wir für Jonas auch so ein Ding, wie ganz der Papa. In klein aber nur. Was ist hier drauf? Ich weiß gar nicht. Ja. Everything is possible if you try. Keine Ahnung. So. Also mach halt genauso mit diesem Kraken, wie bei mir auch gerade eben. Kam auch nur. Ja, ganz toll. Hat schon gekauft. Kam auch nur 5 Euro. Dann auch nochmal für Jonas im gleichen Stil. New York City. Bild drauf, ist ja zurzeit auch ganz modern. Diese mit diesen großen Bildern. Ich finde es zurzeit auch ganz cool. Dann haben wir hier für die Danja ein Kleidchen gekauft. Das kam auch plus 8 Euro. Ganz niedlich. Dann haben wir hier noch einen Bügel. Den gab es umsonst. Dann haben wir hier noch für die Tanja, das ist so ein Oberteil mit kleinen Höschen für 10 Euro. Also auch recht günstig für den Sommer, wenn wir Sommer kommen. Ich habe das eh ein Oberteil gehabt. Ehrlich? Ich dachte, genau. So, und dann haben wir hier noch für die Tanja noch ein Kleidchen für 7 Euro. Wie gesagt, für den Sommer, damit sie einfach was hat. Ist eine Hose gekauft. Und dann für mich noch eine neue Sonnenbrille. Meine alte geht langsam, ja, die sind ja nun alle nicht so teuer. Kostet nur 2 Euro, hat nur gekostet, aber finde ich persönlich vom Material her bedeutend stabiler als die ich jetzt habe. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen länger hält, also kann ich mir auch helfen. Genau. Das ist das, was wir im Prima gekauft haben, das ist der Beutel schon leer. Waren aber letztendlich trotzdem 46 Euro. Ich meine, das läppert sich dann doch. Dann waren wir noch mal bei Deichmann. Denn Jonas brauchte eigentlich ein paar Badeschlappen, da er jetzt schwimmen geht und einfach in der Schwimmhalle ist dann doch bei so eine Badelatsche anhast. Allerdings gibt es keine Badelatschen. Saisonbedingt, aber er braucht welche. Also das haben wir gesagt, wir nehmen ein paar günstige Hausschuhe mit, die halt
wenn sie dann nach den 15 Mal schwimmen kaputt sind, drauf geschissen. Ich bin immer nass. Genau, richtig, kam auch nur 9 Euro, 8,95 Euro. Dafür halten sie es aus. Fertig. Ja. Dann, Lorraine kann natürlich mal wieder nicht vorbeigehen. Am Nanunana hat sie ein bisschen... Ich will dann auch was haben. Ein bisschen Deko gekauft. Ja, für Frühling. Na. So. Ja. Wie wird man das? Ach, Kantenhocker? Genau. Ich finde ihn total süß. Ein kleines Mädchen. Gab's mal einen Jungen? Der hatte eine Hose. Und keine Zöpfe. Logisch, ein Junge. Ist ja nicht so, dass Jungen Zöpfe haben. Und die sitzt dann halt in so einem Alt. Wie genau. Das? Ja, beides zusammen war auch 11 Euro etwa. Ja. Also alles okay. Und dann das Highlight von heute. Ja. Da mein Handyvertrag bald ausläuft bei O2, bin ich einfach mal zum Laden gegangen und habe gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus, was können wir anbieten? Ich wollte eigentlich immer das S6 haben, das neue, das Edge, das kostet aber 841 Euro, hatte ich glaube gesagt gehabt. Die kleinste Variante und ich sage es, bringt es einfach mehr. Also habe ich geguckt, jetzt letzten Tage schon im Internet und habe mich für die Samsung Gear S entschieden. Ich versuche mal irgendwo hier mittig zwischen uns hier so das Bild einzublenden. Mal sehen, ob ich es schaffe, ob ich dran denke. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann müsst ihr selber mal gucken. Ja, und die wird mir aber, weil ich leider im Laden nicht dabei hatte, auch nicht da hatten, wird die mir jetzt in den nächsten 1 bis 2 Werktagen zugeschickt. Da freue ich mich ganz sehr drauf. Eine Uhr, genau, wirklich toll. Und dazu habe ich jetzt noch ein O2 Car Connection bekommen. Das ist so ein, ich sage jetzt mal so ein Gerät. Das steckt man im Auto unten irgendwo an die, ans Auto rein, keine Ahnung. Es gibt so ein Kabel hier mit so einem Kabeldingens. Und dann kann man per Handy-App, die man sich vorher runterlädt, kann man wohl dann die Daten auslesen vom Auto, das mit irgendwas ist, was wie Öl oder... Also das, was das Auto eigentlich sowieso schon macht, kann man jetzt nochmal aufs Handy laden, so ganz grob gesagt. Aber die gab es zu dem Vertrag dazu, umsonst. Und ich sage, was ich habe, habe ich. Vertragstechnisch ist es besser geworden, sind wir der Meinung. Jetzt bezahle ich 50 Euro insgesamt, inklusive Handy abbezahlen, also 30 Euro fürs Handy und 20 Euro für den Vertrag. Also so plus minus, was man natürlich dann noch so zusätzlich mit ausgibt. Und jetzt ist es so, ab morgen läuft der neue Tarif an mit der Uhr halt und da bezahle ich dann nur noch 47,50 Euro, ich glaube waren es, im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr, was kein Mensch weiß warum, aber es ist so, bezahle ich noch 37,50 Euro, also es sind 10 Euro Unterschied. Finde ich persönlich toll, ich meine, Geld sparen und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon öfters mal nach so einer Uhr geguckt. Mir persönlich gefällt sie. Ich sage, googelt gerne mal dazu, wenn die Uhr dann ankommt im Paket, wenn die zugeschickt wird, werde ich mit Sicherheit auch ein Unboxing dazu machen. Mal gucken, ob ich es aushalten kann oder ob ich es im Vorfeld schon aufreise, weil ich so gespannt bin. Ja. Genau, ansonsten war es das mit unserer kleinen Shopping-Tour schon wieder. Bilder habt ihr ja im Vorfeld gesehen, das habe ich euch mit reingeschnitten an und dran. Der eine junge Mann, der mit drauf war mein Vati. Genau, den habe ich heute mal mitgefilmt. Der hat sich extra vor die Kamera geworfen halb. Ich sage, okay, ich filme dich mal mit. Lass ihn auch mal sehen. Den haben wir kurz mitgehabt, weil er auch immer gerne mal nach Dresden will und einfach mal rauskommen. Und ja, jetzt haben wir noch etwa eine Stunde Zeit. Müssen wir die Kinder holen. Und dann, mal gucken, was dann danach noch passiert. Viel wird es nicht werden. Ansonsten war es das mit unserem kleinen Shopping Hall klingt, ist eigentlich Quatsch, weil das ist doppelt gemoppelt. Primark Nanunana Deichmann O2 Hall, es trifft es vielleicht besser. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr gerne mehr von sowas sehen wollt, Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Abo. Teilt es gerne, unten gibt es die Teilenfunktion, gerne weiter teilen, damit ihr eure Freunde, Bekannten, Feinde, wie auch immer, sehen und uns vielleicht auch abonnieren und also auch ein bisschen unterstützen. Und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.